Liebe Karambolaner, kürzlich beim Einsteigen in die Berliner S-Bahn bleibt mein Blick an einer Zahl hängen. 1000 Euro. Sie ist nicht zu übersehen, steht sie doch genau über der Tür. Weiße Zahlen auf rotem Grund. Belohnung steht davor. Mir wird klar, dass mir diese hübsche Summe zusteht, sollte ich einen Urheber von Vandalismus in der S-Bahn denunzieren. Mir wird sogar eindringlich geraten, nicht wegzuschauen. Denn Vandalismus kommt die Deutsche Bahn teuer zu stehen. Über 5 Millionen Euro gibt sie alljährlich für das Beseitigen von Zerstörungen aus, die böswillige Fahrgäste in den Zügen verursachen, versichert mir das Plakat. Mich als Franzosen hat dieser offizielle Aufruf schockiert, denn uns brachte man in der Schule bei, dass Denunziation moralisch verwerflich sei. Das Thema kommt immer dann auf, wenn die Lehrer die Briefe behandeln, die zur Zeit der deutschen Besatzung bei der französischen Polizei eingingen, mit der Folge, dass Tausende von jüdischen Familien in Konzentrationslager geschickt wurden. Die Denunziation ist so eng mit dem Zweiten Weltkrieg und antisemitischer Feigheit verbunden, dass sogar das Verpetzen eines Klassenkameraden bei einer Aufsichtsperson oder der Lehrerin, weil er etwa den Radiergummi seines Nachbarn geklaut hat, von vielen Schülern als Verrat betrachtet wird. Ein Rapporteur, eine Petze, wird auf dem Schulhof sofort geschnitten. Zu meinem großen Erstaunen stellt das Berliner Plakat die Denunziation jedoch als einen Akt von Zivilcourage dar. Die Deutsche Bahn verspricht den freiwilligen Petzen sogar 1000 Euro. Die Pressestelle der Deutschen Bahn nennt diese übrigens lieber Zeugen. Seit Beginn der Kampagne 1998 wurden 900 Zeugen für ihre Mühe belohnt, heißt es bei der Deutschen Bahn. Insgesamt 600.000 Euro wurden diesen tapferen Rittern der Denunzierung gezahlt. Ich wollte wissen, ob so eine Vorgehensweise in Frankreich möglich wäre. Also rief ich bei der Pressestelle unserer Eisenbahngesellschaft SNCF an. Ist es denkbar, dass auch die SNCF auf diese Weise zur Zivilcourage aufruft? Meine Gesprächspartner schienen ganz schön geschockt, als ich ihnen die Kampagne beschrieb, die die Petzerei mit barer Münze belohnt, und versicherten mir, dass solche Methoden in Frankreich nicht auf der Tagesordnung stehen. Sicher, die Kampagne der SNCF, Handeln gegen unzivilisiertes Verhalten, hört sich ähnlich moralisierend an wie die deutsche. Die Plakataktion erinnert daran, dass es kein kleines Vergehen gibt. Und in der Region um Paris gibt es die 3117, eine kostenlose Servicenummer für die Fahrgäste im Fall von Problemen im Zug, Unwohlsein eines Fahrgastes oder ein Überfall. Allerdings mit einem bedeutenden Unterschied zu den deutschen Kampagnen. In keinem der beiden Fälle wird den Eisenbahnpetzen Geld versprochen.